Video geht es für uns weiter durch Südspanien und wir fahren entlang der Küste bis in die Region Murcia. So, wir sind jetzt auf unserem Stellplatz für heute Nacht angekommen. Der liegt bei Mazarrón und das ist schon die Region Murcia. Wir haben Andalusien jetzt also verlassen und der Stellplatz hier ist wirklich sehr schön. Der ist ziemlich neu und überall stehen Palmen und er ist sehr gepflegt und wir sind hier fast die einzigen Camper gerade. Das gefällt uns hier auf jeden Fall sehr gut. Morgen aus der Region Murcia. Wir haben sehr gut geschlafen. Das Coole hier an dem Platz ist, dass die ganze Zeit ein Wind geht und wir haben halt ungefähr 35 Grad, aber es geht immer dieser angenehme Wind und dadurch wird es nie zu heiß und wir hatten eine richtig gute Nacht dadurch auch. Und jetzt machen wir uns gerade fertig, packen unsere Sachen, denn wir wollen heute zum Strand fahren und versuchen zu schnorcheln. Darauf freuen wir uns schon. Es hat ja vor ein paar Tagen nicht geklappt in Andalusien, weil es so verhangen war. Heute ist es uns egal, ob es dann wolkig ist oder nicht. Gerade eben jedenfalls scheint die Sonne und scheint eigentlich eine ganz gute Bedingung zu sein. Ich koche mir jetzt gerade noch einen Kaffee und dann geht's los. So, wir sind jetzt am Strand angekommen und haben einen Parkplatz hier gefunden. Hier ist nicht viel los. Insgesamt haben wir das Gefühl, dass hier in Murcia nicht so viel los ist. Und jetzt nehmen wir unsere Sachen und gehen runter zum Strand. Die große Kamera bleibt aber im Auto. Wahrscheinlich durch die vielen Wellen. Wir schwimmen jetzt mal hinter zu so ein paar Steinklippen und gucken mal, ob es da dann besser ist.
Aber es ist eine sehr schöne Bucht auf alle Fälle. Wenn dir dieses Video gefällt, dann gib ihm gerne einen Daumen nach oben und wenn du keines unserer Abenteuer mehr verpassen willst, klicke jetzt am besten unten rechts auf das Abonnieren-Zeichen. Spaß gemacht. Die Bucht, in der wir hier waren, ist wirklich wunderschön und das Wasser war sehr klar und sehr warm und man kann um einige Felsen hier, die ihr hinter mir sehen könnt, drumherum schnorcheln und wir haben auch einige verschiedene Fische gesehen, große und kleine Fischschwärme und auch Seeigel. Das war wirklich jetzt sehr erholsam. Wir waren jetzt 2 Stunden lang im Wasser. Wir sind jetzt wenige Minuten weiter an einen anderen Strand gefahren, hier am Faro Cabo de Palos. Das ist der Leuchtturm hier hinter mir am Kap und da wollen wir jetzt auch noch mal kurz schnorcheln gehen und uns das anschauen und dann geht es erst zum Campingplatz und ja, ist auf jeden Fall herrliches Wetter. Thank you.
Also hier war das Wasser etwas trüber als am ersten Strand. Wir haben nur ein paar Fische sehen können, aber das Wasser hat halt wirklich eine mega schöne Temperatur. Deswegen macht es echt Spaß zu schwimmen und zu tauchen. Und ja, aber der erste Strand war auf jeden Fall für uns von den heutigen Bedingungen der bessere.